In diesem Video wiederholen wir, wie du die Lage bzw. Geraden bestimmst und im Anschluss daran werden wir ein Übungsbeispiel dazu lösen. Wir definieren uns zwei Geraden, zum Beispiel g ist gleich a plus c mal v und h ist x ist gleich b plus s mal w. Der erste Schritt ist, wir schauen, ob die Geraden parallel sind, also ob die Richtungsvektoren ein Vielfaches voneinander sind. Das bedeutet, wir schauen, gibt es eine Zahl r, sodass diese Gleichung erfüllt ist. Wenn das nicht so ist, dann wissen wir haben einen Schnittpunkt und den können wir ganz einfach berechnen, indem wir die Gleichungen gleichsetzen. Erinnere dich kurz zurück, wir haben die Gleichung zeilenweise aufgeschrieben, haben dann eine Unbekannte berechnet, also t oder s. Und wenn du dann einen Wert für t oder s herausbekommen hast, kannst du diesen in die entsprechende Gleichung einsetzen, um den Schnittpunkt zu bekommen. Wenn die Richtungsvektoren ein Vielfaches voneinander sind, dann können wir unterscheiden zwischen echt parallel und ident. Und wie überprüfen wir das? Wir nehmen einen Punkt der Gerade, zum Beispiel wir nehmen von der Gerade G den Punkt A und schauen, ob der auf der Gerade H oben liegt. Erinnere dich auch hier zurück, wir haben schon mal überprüft, ob ein Punkt auf einer Geraden liegt. Du musst die Gleichung wieder zeilenweise aufschreiben und dann schauen, ob für den Wert s in beiden Zeilen derselbe Wert rauskommt. Wenn das so ist, dann sind die Geraden ident, weil ja dann der Punkt a auch auf der Geraden h liegt. Und wenn nicht, sind sie echt parallel. Das heißt, wenn das erfüllt sind, sind sie ident. Und wenn das nicht erfüllt ist, sind sie echt parallel. Wir schauen zu unserem Übungsbeispiel. Für welche Werte von a und b sind die Geraden g und h schneidend, echt parallel und ident? Bitte pausiere jetzt das Video und versuche das Beispiel alleine mit dem Hintergrundwissen, was wir gerade wiederholt haben, zu lösen. Wir werden nun das Beispiel noch gemeinsam durchbesprechen. Ich habe schon ein bisschen etwas vorbereitet. Die erste Frage, die wir uns stellen, was müssen wir für b einsetzen, damit diese Gleichung erfüllt ist, das heißt, damit die beiden Geraden parallel sind. Ich habe das ausgerechnet, indem ich einfach zeilenweise die Gleichungen aufgeschrieben habe, also b ist gleich r mal minus 2 und in der zweiten Zeile minus 6 ist gleich 3r. Dann kannst du dir in der zweiten Zeile das r berechnen, das ist minus 2 und einfach in der ersten Zeile einsetzen, dann bekommen wir den Wert 4. Das heißt, wenn b 4 ist, dann sind die Geraden entweder echt parallel oder ident. Das können wir jetzt schon mal hinschreiben. Und wenn er nicht gleich 4 ist, dann sind die Geraden schneidend. Im nächsten Schritt
habe ich den Punkt 0,4 genommen und habe ihn hier anstelle von dem x eingesetzt. Ich habe zeilenweise wieder aufgeschrieben, also 0 ist gleich a plus 4u und 4 ist gleich 7 minus 6u. In der zweiten Zeile kannst du dir das u berechnen. Da bekommen wir u ist gleich ein halbes. Und wenn du das jetzt in die erste Gleichung einsetzt, dann bekommen wir a ist gleich minus 2. Und wir wissen, wenn das u in beiden Zeilen denselben Wert hat, dann liegt ja der Punkt 0,4 auf der Geraden. Das heißt, wenn wir für a minus 2 einsetzen, dann liegt der Punkt von der Geraden g auf der Geraden h, was bedeutet, dass die beiden Geraden ident sind. Das heißt, wir können hier ergänzen, b ist gleich 4 und a ist gleich minus 2. Ja, und wenn a nicht gleich minus 2 ist, also ungleich minus 2, dann sind die Geraden zwar parallel, aber der Punkt liegt nicht oben. Das heißt, sie sind parallel. Das war's. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder.